Wenn du wissen möchtest, wie das Setup für mein Bullet Journal für Januar aussieht, dann ist es das richtige Video für dich. Hi, mein Name ist Ella und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Kreativität, manchmal um Bullet Journal und hin und wieder teile ich mit dir einen Impuls zum Minimalismus. Und heute geht es um das Setup für Januar. In ziemlich abgespeckter Version, also ich zeige dir nicht den ganzen Ablauf, wie ich mein Journal erstellt habe, aber die wichtigsten Details sind in dem Video enthalten und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die Christrose ist so eine typische Blume, die selbst bei Schnee und Eis blüht und darum durfte sie in mein Bullet Journal auf das Deckblatt einziehen. Auch später habe ich sie dann noch ein, zwei Mal gemalt. Aber hier haben wir einmal die Christrose. Die bekommt nur einen hellblauen Hintergrund. Und die Blumen werde ich dann nur mit einem Fineliner malen. Nach dem Wegradieren der Striche ist genau das eingetreten, was ich auch erzielen wollte, dass die Christrose im Vordergrund steht und es nur durch diesen hellblauen Kreis unterstützt wird. Bei der Monatsübersicht habe ich mich wieder für das Kästchenlayout entschieden und dann nur in der Ecke, diesmal keine Christrose, sondern Krokusse gemalt. Ich habe gedacht, es ist eine gute Idee, sie in Farbe zu gestalten, aber ich glaube, es wäre genauso schön gewesen, sie genauso zu gestalten wie das Deckblatt. Meine Stimmungen halte ich in hier in Pixel fest und meine Habits, dachte ich mir, übernehme ich auch in die Wochenübersicht. Und hier gestalte ich die Christrosen wieder einfach nur mit Outlines. Und durch das Verwenden der Dutch Door, durch das Abschneiden am Seitenrand, hatte ich dann so ein bisschen Blick frei und einen kleinen Platz frei, um einen Habit-Tracker einzufügen, und deswegen ist das ganze Setup auch klein und übersichtlich. So, das war's für den Januar. Obwohl es schon der 20. Januar ist, habe ich ihn trotzdem noch mit dir geteilt. Du kannst dieses Setup gerne für den Februar nachmachen. Und wenn du es getan hast, kannst du das ja ganz gerne auf Instagram mit mir teilen. Hier unten siehst du meinen Account. Also schick mir gerne dein Setup, wenn du es nachgemacht hast. Würde ich mich drüber freuen. Und jetzt ist das Licht aus. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du mein nächstes Video nicht verpassen möchtest, dann solltest du meinen Kanal abonnieren mit dem kleinen Glöckchen. Dann wirst du informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Und bis dahin, bye!